Hallo, Schildkröten. Ihr erinnert euch vielleicht noch daran, vor ein paar Monaten habe ich ein Video über die Bücher gemacht, die mich aus den Frühlingsprogrammen der verschiedenen Verlage interessieren. Davon habe ich ein paar gelesen, aber nicht so viele, ein paar mehr gekauft, aber die liegen, wie gesagt, noch ungelesen herum. Das ist so ein bisschen das Motto dieses Jahres, habe ich das Gefühl. Sarah kauft viele Bücher, liest aber relativ wenige. Wie dem auch sei, die Herbstprogramme sind draußen und natürlich habe ich trotz des enormen Subs, den ich hier zu Hause habe, reingeguckt und viele Bücher gefunden, die mich sehr, sehr interessieren. Und ich dachte, ich teile sie mit euch, weil ich doch das Gefühl habe, euch interessiert das auch immer. Deswegen kommen jetzt hier Bücher aus dem Herbstprogramm, die ich mir eventuell kaufen werde und hoffentlich vielleicht auch irgendwann mal lesen werde. Und wie immer, das ist ja kein Anspruch auf Vollständigkeit. Ich muss gestehen, irgendwann hatte ich auch einfach keine Lust mehr, noch mehr Verlage anzugucken, weil ich dachte, die Liste ist eh schon lang genug. Noch mehr geht nicht. Also nur um euch mal, das sind hier vier beschriebene DIN A4-Blätter. Drei davon sind auf beiden Seiten beschrieben. Also dieses Video könnte ein bisschen länger werden, von daher nehmt euch was zu trinken oder so. Wasser, Apfelschorle, keine Ahnung, irgendeine andere Saftschorle, einen Tee bei der Hitze. Auch nicht ganz unwichtig, immer viel trinken. Und ich sage wahrscheinlich wieder 500 Mal, ich bin gespannt oder so. Ja, ihr kennt das von mir. Und damit das Video nicht noch länger wird, als es wahrscheinlich eh schon wird, fangen wir jetzt einfach mal an. Ich gebe jetzt hier immer nur ganz in Kürze wieder, worum es in den Büchern geht. Diesmal habe ich mir auch zu jedem Buch einen kleinen Stichpunkt aufgeschrieben, damit ich nicht wieder so ganz ahnungslos bin wie das letzte Mal. Aber wirklich nur ganz kurz, weil sonst wird es ganz lang und wie immer verlinke ich euch, also ich verlinke euch nicht, sondern ich schreibe euch in die Infobox alle genannten Titel auf und dann könnt ihr die selber auch nochmal googeln, wenn ihr dachtet, oh, der Satz dazu klang ganz witzig, dann gucke ich mir das auch nochmal an. Nö? So, und jetzt legen wir los. Wir fangen mit Dumont an, wie immer, also auch hier die Verlage, das hat jetzt keine Prioritätenreihenfolge, es ist einfach da, wo ich zuerst reingeguckt habe und dann habe ich mich irgendwie so durchgeklickt. Dumont, ein Buch, auf das ich mich sehr freue, weil Potsdamer Autor, John von Düffel nämlich, Die Wütenden und die Schuldigen. Das erscheint am 16. Juli und das Ganze spielt quasi zu Beginn des Corona-Lockdowns, nämlich März 2020. Also irgendwie muss er auch sehr schnell geschrieben haben. Und es geht um eine Familie, beziehungsweise um vier Familienmitglieder, die alle in einem Schmerz miteinander verbunden sind. Und es geht um diese Corona-Zeit, aber vor allen Dingen eben auch um die Familie und was das auch mit denen macht und so. Und ich muss jetzt gestehen, ich bin kein großer Fan von diesem Corona-Roman-Trend. Ehrlich gesagt, das zieht sich auch so ein bisschen durch die Vorschau. Es gibt mehrere Bücher, die sich damit beschäftigen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass John von Düffel das so macht, dass es ein wunderbarer Roman ist. So, und ich freue mich darauf sehr, weil ich seine Sprache sehr mag und überhaupt. Dann habe ich mir aufgeschrieben, Prima Aussicht von Judith Posnan. Ich hoffe, das spricht man so. Erscheint am 13. August und darin geht es um ein Paar. Und er möchte wohl kein zweites Kind mehr. Sie schon, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Dann fahren sie irgendwie auf einen Campingplatz in Brandenburg und dann geht es wahrscheinlich um das Ausloten der Probleme und überhaupt. Ich bin jetzt auch gar nicht so der große Fan von Paar. Kindgeschichten, aber irgendwie klang das so, dass es mich gecatcht hat. Und dass irgendwie irgendwas daran fand ich interessant. Deswegen habe ich es hier aufgeschrieben. Und dann gab es bei Dumont drei, ja, so Sach-Hobbybücher, keine Ahnung, wie man das nennt, die mich sehr interessiert haben. Einmal Ausgestorbene Tiere von Bernhard Kegel. Ich glaube, es heißt Bernhard. Es könnte auch Burkhard heißen. Wenn ich meine eigene Schrift nicht mehr entziffern kann, ist auch nicht so günstig, aber der richtige Name steht dann auf jeden Fall in der Infobox. Erscheint am 11. Oktober und wie der Titel schon sagt, Ausgestorbene Tiere, es geht um ausgestorbene Tiere und darin sind zu finden 50 Illustrationen, also sehr schön, die sahen sehr schön aus in der Vorschau, mit verschiedenen Tieren, die eben ausgestorben sind und dazu gibt es dann Texte. Und das fand ich sehr spannend. Also da geht es nicht primär um Dinos, sondern halt wirklich um ganz verschiedene Tiere. Dann ein Buch, ich kann nicht zeichnen. Das ist quasi ein Buch, für das zeigen soll, dass jeder zeichnen kann. Erscheint am 17. September. Und ich habe früher relativ viel gezeichnet. Ich war jetzt nie begnadet oder irgendwas, aber ich habe das tatsächlich oft gemacht, so zum Runterkommen, habe dazu Musik gehört und habe irgendwas gekritzelt und gezeichnet und mochte das auch immer sehr gern.
Und ich dachte, vielleicht ist dieses Buch ein guter Anstoß, um dieses Hobby mal wieder rauszuholen. Um mal so ein bisschen wieder meditative Kopfabschalt-Feierabendbeschäftigung zu haben oder so. Ja, deswegen will ich mir das eventuell kaufen. Und dann, das finde ich auch sehr lustig, Der geheime Ursprung der Redensarten erscheint am 16. Juli von Andrea Schomburg und Irmela Schautz. Und wie der Name schon sagt, da geht es eben um Redensarten, was ich immer total spannend finde, wo die eigentlich herkommen und wie die entstanden sind. Sowas finde ich immer schön, deswegen habe ich mir das einfach mal mit aufgeschrieben. Dann, bei Fischer erscheint ein Roman, das finde ich unglaublich spannend. Der heißt Die Nibelungen, ein deutscher Stummfilm von Felicitas Hoppe. Erscheint am 8. September. Felicitas Hoppe ist auch irgendwie so ein Name, der immer so in meinem Kopf rumgeistert, obwohl ich jetzt gar nicht sagen könnte, was sie noch geschrieben hat, aber irgendwie ist sie bekannt, oder? Ich glaube ja. Und Die Nibelungen, es ist halt ein Roman über die Nibelungensage, also die Nibelungensage in Roman von auf 240 Seiten. Und das finde ich unglaublich spannend. Dann ein Roman, der heißt Mein Lieblingstier heißt Winter. Was ich einfach, das war so ein Titel, der mich unglaublich gecatcht hat, weil Jaha, als für eine Sommerhasserin wie mich, Mein Lieblingstier heißt Winter, finde ich super, von Ferdinand Schulz. Und darin, das klang ein bisschen crazy, aber irgendwie witzig. Es geht um einen Wiener Tiefkühllieferanten und der hat irgendwie einen Kunden, der gerne möchte, dass seine Leiche irgendwie gefroren wird. Ich weiß nicht mehr warum. Und dann verschwindet irgendwie die Leiche und dieser Tiefkühllieferant macht sich auf die Suche und dann trifft er irgendwie eine Tatortreinigerin und jemanden, der Nazi-Weihnachtsschmuck sammelt. Also lauter so skurrile Figuren und die stromern dann irgendwie durch Wien und suchen diese Leiche. Es klang sehr österreichisch. Und da ich eine Schwäche für österreichische AutorInnen habe und Geschichten, kommt das zumindest mal auf die Merkliste. Dann sind wir weiter immer noch bei Fischer. Waren wir eben schon bei Fischer? Ja. Wir sind weiter bei Fischer. Eine weitere Potsdamer Autorin diesmal. Nämlich am 11. August erscheint Blaue Frau von Antje Ravik-Strubel. Ich glaube, das hatte ich schon erwähnt in meinem Potsdamer AutorInnen-Regaltour-Video, dass ich mich auf das Buch freue. Darin geht es um Adina, die in tschechischen Riesengebirge aufwächst und ihre Geschichte wird eben erzählt. Und wenn ich mich jetzt nicht täusche, dann kam Adina auch schon in Unterschnee vor. Das einzige Buch bisher, was ich von Antje Ravik-Strubel gelesen habe. Und ich glaube, diesen Episodenstrang fand ich ganz spannend in dem Buch. Von daher freue ich mich noch mehr darauf und überhaupt mochte ich ja ihre Sprache auch sehr gern. Und ja, ich bin sehr gespannt. 11. August. Dann erscheint ebenfalls bei Fischer ein Sachbuch über den Geruchssinn. Und das finde ich auch sehr spannend, weil ich, also für mich ist Geruch unglaublich wichtig. Ich finde, Gerüche können unglaublich viel wieder hervorholen. Das ist ähnlich wie mit Musik so. Wenn ich was rieche, dann ist da sofort eine Erinnerung zu. Das heißt Die Nase vorn von Bill Hansen wahrscheinlich. Und Geschichten über den Geruchssinn. Der Bill Hansen ist Direktor des Max Planck-Instituts, ich glaube noch eines speziellen Unterinstitutes, aber finde ich auch spannend, 27. Oktober. Dann switchen wir weiter zu Hansa, da erscheint von Michael Köhlmeier, ein sehr bekannter Autor, Matou am 23. August und das ist auch sowas, österreichischer Autor, klingt auch wieder irgendwie ein bisschen crazy, es geht nämlich um einen Kater, der auf dem Dachboden sitzt und von seinem Leben erzählt. Also der sitzt auf einem Dachboden in Wien im 9. Bezirk. Ich finde das so lustig, dass die in Wien die ganzen Bezirke, dass die alle so Nummern haben. Ja. Und erzählt da irgendwie auf 960 Seiten seine Lebensgeschichte und wen er alles schon getroffen hat. Und dann hat er wohl ganz viele berühmte Menschen schon getroffen und ganz viel erlebt und überhaupt. 960 Seiten sind natürlich hui, aber wenn es gut geschrieben ist, warum nicht? Ich finde es ja so lustig, dass, wenn ich mich jetzt nicht täusche, aber Michael Köhlmeier und Monika Helfer sind ja ein Paar. Und sie schreibt immer so ganz knapp und kurz und trotzdem wunderschön. Und er schreibt immer diese langen Bücher. Oder ich weiß nicht, ob immer, aber sehr oft.
Ja, mal gucken. Aber jedenfalls kommt es erstmal auf die Merkliste. Und dann als nächstes ebenfalls bei Hansa ein Gedichtband von Ronja Othmann, Die Verbrechen, erscheint am 25. Oktober. Darauf freue ich mich auch sehr. Ronja Othmann hat ja auch, war es der Sommer oder die Sommer, geschrieben. Ein Buch, das ich auch unbedingt lesen wollte, mir ganz schnell gekauft habe und dann es immer noch nicht gelesen habe. Obwohl ich habe es angefangen und ich fand es sehr gut. Und dann habe ich es aus irgendeinem Grund abgebrochen. Auch das ist sowas, was sich dieses Jahr durchzieht. Ich fange Bücher an, finde sie ganz fantastisch. Und dann verliere ich irgendwie, ich weiß nicht, dieses Jahr, es ist mit mir und dem Lesen, es klappt nicht so richtig. Aber Gedichte, freue ich mich sehr drauf. Dann Hansa Berlin, darauf freue ich mich auch sehr. Angela Lehner hat ein neues Buch. Angela Lehner erinnert ihr vielleicht noch Vater Unser. Ich fand das Buch ja nur so semi, ich will es aber unbedingt nochmal lesen. Fand es aber sprachlich und von Humor ganz, ganz fantastisch. Und ich folge ihr auf Instagram und liebe sie einfach. Sie, ihre Storys und ihr Humor großartig. 2001 heißt das. Und es dreht sich, spielt auch in Österreich irgendwo, in so einem kleineren Ort. Und es geht wohl hauptsächlich um Julia, die auf eine Hauptschule geht. Und alles plätschert irgendwie so vor sich hin, bis ihr Geschichtslehrer ein politisches Experiment mit der ganzen Klasse macht. Und dann eskaliert es oder keine Ahnung. Ich bin sehr gespannt, da war es wieder. Ja, 2001 heißt dieser Roman, erscheint am 23. August, falls ich das noch nicht gesagt habe. Dann, das ist auch ein sehr, sehr schöner Titel, wie ich finde, Der Schatten der Eule von Matthew Sweeney. Das ist ein Gedichtband, ein irischer Autor, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, übersetzt von Jan Wagner. Ist eine zweisprachige Ausgabe auch, das finde ich total schön, erscheint am 25. Oktober. Ich habe einige Gedichtbände jetzt hier auch dabei, auf die ich mich sehr freue und will das einfach auch mal mehr im Blick behalten, was da so an GegenwartsautorInnen, nee, an Gegenwartsgedichtbänden, wie auch immer, ihr wisst, was ich meine, herauskommt. Ja, also eine zweisprachige Gedichtausgabe, Der Schatten der Eule, finde ich, ist ein sehr schöner Titel. Dann habe ich mir aufgeschrieben, Wut und Böse, ebenfalls Hansa Berlin von Chani Sophie Höder. Ich hoffe, das spricht man so. Da habe ich mir nur aufgeschrieben, es geht um wütende Frauen. Erscheint am 27. September. Tatsächlich erinnere ich mich jetzt auch nicht mehr. Wut und Böse ist aber auch ein ziemlich cooler Titel. Und um wütende Frauen ist ja auch erstmal nicht schlecht. Kann was Gutes sein. Dann sind wir weiter bei Kiwi. Da erscheint der neue Roman von Eva Menasse. Darauf freue ich mich auch schon sehr, sehr. Der heißt Dunkelblum. Schon wieder eine österreichische Autorin. Ja, es tut mir leid, aber ich sage ich ja, ich habe eine Schwäche dafür. Spielt in einer österreichischen kleinen Gemeinde und irgendwie gab es wohl mal ein Verbrechen, was da passiert ist. Und das bröckelt eben so langsam die Fassade in dieser Gemeinde und man wühlt wahrscheinlich darin rum. Es erscheint auch im August, am 19. August. Und ich muss ja gestehen, ich bin ein bisschen verliebt in Eva Menasse. Ich habe noch nie ein vollständiges Buch von ihr gelesen, aber ich habe sie schon zweimal live erlebt und fand sie jedes Mal so klug und fantastisch und überhaupt. Und deswegen ja, freue ich mich darauf sehr, sehr, sehr. Und worauf ich mich ebenfalls sehr freue, ist das Buch von Nicole Seifert. Ihr kennt sie vielleicht unter Nacht und Tag Blog, ist sie auf Twitter und hat einen Blog und ist sie auch auf Instagram. Und sie hat ein Sachbuch geschrieben über Frauenliteratur, das heißt Frauenliteratur abgewertet, vergessen, wiederentdeckt. Und da geht es eben um Autorinnen, die, ja, wie der Titel sagt, die vergessen wurden, die man vielleicht zu Unrecht weggepackt hat, die vielleicht nicht so bekannt sind. Und ich bin sehr, sehr gespannt, da sind bestimmt tolle Frauen drin, die man entdecken kann und über die man noch gar nichts weiß oder nur ganz wenig. Und ja, bestimmt eine schöne Anregung, Inspiration sehr viel Input. Am 9. September erscheint das. Dann gehen wir weiter zu Suhrkamp. Da habe ich mir aufgeschrieben, oh Gott, es ist wirklich schlimm, ich muss ordentlich schreiben. Im Menschen, was? Im Menschen muss herrlich sein. Ist das der Titel? Wahrscheinlich. Im Menschen muss herrlich sein. Von Sascha Mariana Salzmann. Ist ja auch ein relativ bekannter Name. Das Ganze spielt, also beginnt in der Sowjetunion und dann geht es, ich glaube, es geht um eine Protagonistin, die in der Sowjetunion aufwächst und dann
irgendwie nach Deutschland übersiedelt und es geht bis ins Deutschland der Gegenwart und es geht um zerfallene Systeme und solche Dinge. Mehr habe ich mir jetzt leider nicht aufgeschrieben, aber es klang sehr spannend und interessant und ich glaube, von ihr wollte ich eh immer mal was lesen. Also ist das mal dran. 7. September erscheint das. Dann habe ich mir auch noch aufgeschrieben, ein von Schatten begrenzter Raum von Imines Sevgi Östermar. Es tut mir leid, das ist wahrscheinlich ganz falsch ausgesprochen. Das Ganze spielt, also beginnt Anfang der 70er Jahre in der Türkei und es geht um den Putsch 1971, von dem ich gar nichts weiß. Und es geht dann vor allen Dingen um die Künstler, die sich in Gefahr sehen, weil sie eben nicht mehr ja, ihre Kunst veröffentlichen dürfen. Die Erzählerin bzw. die Protagonistin flieht dann nach Europa und versucht dort, sich eine Existenz aufzubauen. Und auch das klang sehr spannend, erscheint am 5. Oktober. Dann erscheint ein neuer Gedichtband von Lutz Seiler, auf den freue ich mich auch sehr. Der heißt Schrift für blinde Riesen, was ich auch einen sehr, sehr schönen Titel finde. Der erscheint am 11. August. Also im August erscheint ganz schön viel. Naja, aber ich habe es auf dem Zettel und so. Dann sind wir bei Rowohlt. Da, genau, das ist auch so ein Roman, der klingt total irre. Aber ich fand, der klingt so irre, dass er eventuell gut sein kann. Er heißt Bruder aller Bilder von Georg Klein. Und dann geht es irgendwie um einen Sportreporter, seine Kollegin und geheimnisvollen Schmuck und irgendwie noch einen Kumpel von ihm. Und dann habe ich mir nur Hä mit Fragezeichen aufgeschrieben, weil schon allein die Beschreibung so klang, dass ich sie eigentlich nicht verstanden habe. Aber es könnte lustig sein. Erscheint am 19. Oktober. Keine Ahnung. Manchmal liest man ja auch was und irgendwie öffnet es einem das Herz. Und irgendwie das klang so, als könnte es. Es könnte auch total bescheuert werden. Man weiß es nicht. Aber jedenfalls habe ich es mir erstmal aufgeschrieben. Und dann auch bei Rowohlt erscheint, ich weiß jetzt auch nicht, wie man das ausspricht, Dafuk, würde ich jetzt sagen. Es ist einfach alles in Großbuchstaben D-A-F-U-Q von Kira Jarmisch. Und daran geht es um 6 Frauen insgesamt, die im Moskauer Gefängnis sitzen und deren Geschichten erzählt werden. Und das Ganze ist aus dem Russischen, also ist original russisch geschrieben. Jetzt habe ich mir leider den Übersetzer oder die Übersetzerin nicht aufgeschrieben, aber jedenfalls ist es über eine Übersetzung. Und eigentlich gucke ich ja vermehrt nach deutschsprachiger Gegenwartsliteratur, aber es sind doch auch ein paar, nicht so viele, aber ein paar fremdsprachige Sachen sind doch mit reingerutscht. Und das, finde ich, klang unglaublich interessant, deswegen habe ich das mal mit aufgeschrieben. Erscheint am 14. September. Und woran ich hier nochmal mit erinnere, auch wenn es schon im letzten Video mit drin war, ebenfalls bei Rowohlt, erscheint am 17. August Sörensen am Ende der Welt von Sven Stricker. So, dann als nächstes haben wir die Frankfurter Verlagsanstalt. Da habe ich mir aufgeschrieben, Die Schönheit von Balchik ist keine heitere von Antonia Bonchiba. Finde ich, klingt, ist auch ein sehr schöner Titel. Erscheint am 22. Juli und es geht um eine Familie, die aus Bulgarien stammt, jetzt aber in Bremen lebt und es geht so ein bisschen um die Familiengeschichte. Und das klang irgendwie ganz gut. Und dann habe ich mir noch aufgeschrieben von Verena Stauffer, Geschlossene Gesellschaft, was nicht wirklich ein Roman ist, sondern mehr so ein bisschen klang es wie Tagebuchaufzeichnung, irgendwie was Essayistisches. Die Aufzeichnungen beginnen im November 2020 in Wien. Und ja, es geht dann wohl auch so ein bisschen um die Corona-Zeit und wie sie damit umgegangen ist, um diesen Lockdown und überhaupt. Erscheint am 26. August, 160 Seiten nur lang. Also ich finde, da kann man sowas Essayistisches durchaus auch mal lesen, wenn es gut geschrieben ist. Jedenfalls irgendwie, ich wollte es erst nicht aufschreiben, dann bin ich doch nochmal zurückgeblättert in der Verlagsvorschau. Also irgendwie hat es mich doch gehalten. Und dann bei Luchterhand erscheint am 13. September, wo auch immer ihr seid, ein Roman von einer Autorin mit vietnamesischen Wurzeln, die heißt Ku oder Ky Pham. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht richtig ausgesprochen, es tut mir leid. Und es geht auch um eine Familie, die in Berlin lebt, eben vietnamesische Wurzeln hat. Und die Großmutter stirbt und die ganze Familie soll sich treffen in Kalifornien zur Testamenteröffnung. Und die Protagonistin Kim lernt dann wohl etwas über ihre Familie und auch sich selbst. Und ich fand, das klang ganz gut. Dann bei Piper
erscheint am 2. August, das habe ich ehrlich gesagt nur des Titels wegen mit aufgenommen, weil ich es so lustig fand, Was Schildkröten im Schilde führen von Maria Keim. Und darin geht es um eine junge Frau, Marlin, die kurz vor dem Abi steht und sich eigentlich nicht so für die Welt und ihre Probleme interessiert. Und dann trifft sie vor dem Kölner Dom eine Schildkröte. Und die hat wohl eine sehr große Klappe und macht sie auf Klimawandel, Naturschutz und so weiter aufmerksam. Und damit dreht sich dann Marlins Leben. Ich weiß nicht, ob das gut ist, aber irgendwie klang es lustig und ja, vom Thema her sehr wichtig. Wenn es witzig geschrieben ist, kann es cool sein. Dann im Berlin Verlag, der ja auch zu Pieper gehört, erscheint zum einen Nie mehr Zeit von Christian Dittloff. Darauf freue ich mich sehr, weil ich sein Debütroman, das Schloss heißt der, glaube ich, irgendwas mit Schloss jedenfalls, dazu gibt es ein extra Video, der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und das mochte ich. Und das jetzt hier ist kein Roman, sondern Nie mehr Zeit trägt den Untertitel Das Jahr des Abschieds von meinen Eltern. Es ist wohl so eine autofiktionale Erzählung eben über, wie der Untertitel sagt, über den Abschied von seinen Eltern, die wohl relativ nah beieinander verstorben sind. Erscheint am 29. Juli. Und ja, ich freue mich da sehr, weil ich seine Art des Schreibens sehr mochte, in dem Roman zumindest. Dann ebenfalls im Berlin Verlag erscheint ein neuer Roman von Angelika Klüssendorf. Und als ich das gesehen habe, bin ich ein bisschen auf meinem Stuhl gehüpft, weil ich ja gerade erst ihre April-Trilogie gelesen habe und so, so sehr ihre Sprache mag und überhaupt. Und hier geht es um einen Mann, Walter heißt der, der wohl sehr jähzornig ist und der von seiner Frau erschlagen wird, der es wahrscheinlich genug ist. Und dann ist aber der Clou, dass Walter zwar tot ist, er aber die Geschichte erzählt und quasi dem auf den Grund geht, warum seine Frau ihn denn getötet hat. 1. September erscheint das und finde ich, klingt sehr gut, kann ich mir sehr gut vorstellen mit Angelika Klüssendorfs Sprache und ihrem Rhythmus und ihre Sicht auf Menschen und ich freue mich da unglaublich drauf. Dann erscheint ebenfalls im Berlin Verlag auch wieder ein nicht deutschsprachiges Buch, In Flammen heißt es, von Megha Majumdar, das vom modernen Indien erzählt und von einem Anschlag in Kalkutta und von den Konflikten, die dort eben herrschen, und das ist aus dem Amerikanischen übersetzt von Yvonne Eglinger. Erscheint auch am 1. September. Klingt, finde ich, sehr interessant, weil es eben auch Einblicke gibt in ein Land, über das ich viel zu wenig weiß, tatsächlich. Und dann erscheint ebenfalls im Berlin Verlag eine redliche Lüge von Husch Josten, ich weiß, oder Musch Hosten, das ist wieder, da kommt die Schrift, unten steht es dann richtig, in der von Elise, in dem Roman wird von Elise erzählt, die für ein wohl sehr reiches Paar arbeitet, in dessen Ferienhaus. Und dann geht es so um Sein und Schein und ja, diese illustre Gesellschaft da. Erscheint ebenfalls am 1. September. Könnte eine interessante Sozialstudie sein. Dann machen wir weiter mit DTV. Hier habe ich mir aufgeschrieben, ein Spiegel für mein Gegenüber und ich kann leider die Autorin nicht mehr lesen. Nachname ist Biskin. Ich weiß aber nicht, ob es Nadir oder Nadine heißt hier, weil ich meine Schrift nicht mehr lesen kann. Ihr findet es dann in der Infobox richtig. Peinlich. Nächstes Mal schreibe ich es mir auf Computer und drucke es mir aus. Dann, man lernt bei jedem Video dazu. Und es geht um eine Protagonistin, die in Berlin lebt und der in Antalya einfach, als sie am Flughafen ist, ein fremdes Kind in die Hand gedrückt wird. Ein 10-jähriges Mädchen. Und die nimmt sie einfach dann mit nach Berlin, weil es ihr so gesagt wird. Und dann holt aber niemand dieses Mädchen ab, das, glaube ich, aus Syrien stammt. Und sie ist konfrontiert mit diesem Kind. Und dann kommt auch vieles von ihrer eigenen Geschichte hoch. Und darum geht es. Ich fand, das klingt sehr interessant. Erscheint erst nächstes Jahr am 12. Januar 2022. Und dann gibt es einen neuen Sammelband von Gedichten von Mascha Kaleko. Wir haben keine andere Zeit als diese, heißt der. Erscheint am 17. November, Gedichte über das Leben. Ich habe zwar schon einen Sammelband, zwei eigentlich, von Mascha Kaleko, aber da sind jeweils nicht alle Gedichte drin. Und hier glaube ich auch nicht, aber vielleicht sind hier wieder welche drin, die in den anderen nicht drin sind. So meine Hoffnung. Und da ich Mascha Kaleko sehr, sehr liebe, kann man auch nie genug Gedichtbände von ihr haben. Von daher. Dann Vom Versuch, einen silbernen Aal zu fangen von Janine Adomait. Ein toller Titel, wie ich finde, ebenfalls bei DTV. Und darin geht es
um verschiedene Menschen, die an einem rheinischen Kurort ein Haus betreiben, das aber nicht mehr so richtig gut läuft. Und dann gibt es irgendwie Bauarbeiten und da wird ein mineralhaltiges Rinnsal entdeckt und dann geht es wohl wieder los. Ich weiß es nicht, irgendwie klang es skurril und irgendwie so nach kleiner Kosmosroman. Und ich wollte es gar nicht erst aufschreiben, aber vom Versuch, einen silbernen Aal zu fangen, hat mich als Titel so gecatcht, dass ich dann doch musste. 23. Juli erscheint das. Dann bei Wallstein habe ich mir drei Gedichtbände aufgeschrieben, die erscheinen. Einmal Poesie und Pandemie von Safi Chan. Auch dafür kein Gewähr, dass das die richtige Aussprache ist. Erscheint Ende Juli. Dann Spools, Gedichte von Matthias Göritz, erscheint Mitte Juli und gesammelte Gedichte von Rainer René Müller erscheint Ende September. Ich kenne alle drei AutorInnen nicht, aber Gedichte, ich bin gespannt, klang sehr, sehr spannend. Und dann sind wir bei der letzten Seite, yippie, und sind beim Verlag Mattes und Seitz. Und da erscheint von Anne Weber, die ja letztes Jahr den Deutschen Buchpreis für ihr Annette, ein Heldinnen-Epos gewonnen hat, Tal der Herrlichkeiten. Und darin geht es um Sperber, einen Mann im mittleren Alter, der wohl relativ einsam vor sich hinlebt, bis er eines Tages einer geheimnisvollen Frau begegnet, die ihn irgendwie einfach auf den Mund küsst und dann lässt sie ihn nicht mehr los. Und was dann wohl beginnt, ist eine Liebesgeschichte, die wohl nicht ganz glücklich ausgeht. Ich weiß es nicht so ganz. Um ehrlich zu sein, es klingt so ein bisschen wie so ein typischer Roman über so eine geheimnisvolle Frau, so eine Männerfantasie. Aber da das Buch hier ja von einer Frau geschrieben ist, erhoffe ich mir da irgendwie ja einen anderen Twist, eine andere Sicht drauf. Also ich bin ja zu haben für tragische Liebesgeschichten, die gut geschrieben sind. Von daher 12. August. Ja, mal gucken, was das so ist. Dann habe ich mir noch, da sind noch zwei Gedichtbände bei Mattes und Seitz, die ich mir aufgeschrieben habe. Einmal Schräg in Federbug von Leo Pinke, erscheint am 22. Juli, finde ich ein witziger Titel. Und noch schönerer Titel, Farbe, Dunkel, Gedichte von Levin Westermann, 26. August. Und dann bei Magellan erscheint ebenfalls ein Potsdamer Buch quasi, nämlich der zweite Grimmskrams-Teil. Der heißt Die 14. Fee von Marika Pfeiffer und Miriam Mann, erscheint jetzt am 13. Juli und ich bin so, so, so gespannt. Das Cover ist schon wieder sehr schön und Die 14. Fee, es ging ja schon im ersten Teil um eine dieser Feen von Dornröschen und Die 14. Fee ist natürlich total spannend, weil die ja im Märchen gar nicht vorkommt. Da gibt es ja nur die 13., die dann eben die Böse ist. Aber die 14., mal gucken. Ja, und ich freue mich auf ein Wiedersehen mit dem Froschkönig und überhaupt, ich freue mich darauf. Und dann erscheint bei Oettinger. Und ich muss gestehen, das ist tatsächlich nur auf dieser Liste, weil es eben auch eine Potsdamer Autorin ist. Und ich tatsächlich neugierig bin, wie sie schreibt. Es ist nämlich ein Young Adult Roman oder ein New Adult Roman. Oder eigentlich sind es zwei, denn dieser Roman besteht aus zwei Teilen. Und zwar heißt der einmal Know You Again and Know Me Again von Jette Menger. Erscheint am 8. Oktober. Sollte eigentlich schon im April erscheinen, aber wegen Corona war das jetzt nochmal verschoben. Und der Plot klingt auch so nach einem typischen Young Adult Roman. Es geht irgendwie um zwei Freunde, die sich also schon von klein auf wohl kennen. Junge Mädchen. Er war als Kind wohl ja so ein bisschen pummeliger und sie war sehr quirlig. Und jetzt nach vielen, vielen Jahren haben sie sich irgendwie nicht gesehen und er ist jetzt auf einmal muskulös und hat Tattoos und sie ist eher schüchtern. Und ich dachte schon wieder so, naja, es ist so das typische Young Adult Ausgangsdingsbums. Also eigentlich interessiert es mich gar nicht, aber ich möchte wissen, wie sie schreibt. Und ich habe sie auch schon mal kurz kennengelernt und fand sie sehr sympathisch. Und deswegen, ja, ich bin einfach neugierig. Die Bücher sind bestellt. Mal gucken, ich werde euch berichten, wie das dann ist. Vor allen Dingen, weil es gleich zwei Bücher sind. Muss ich gleich zwei Bücher lesen. Ja, und das war's. Das waren die vielen, vielen Titel, die ich mir aufgeschrieben habe. Wie gesagt, da sind jetzt noch viele Verlage, die ich überhaupt nicht beachtet habe. Auch kleinere Indie-Verlage, die ich eigentlich gern belese. Also, wenn ihr noch Ideen habt oder Bücher, auf die ihr euch besonders freut, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, ob eines der Bücher, das ich genannt habe, auch schon auf eurer Wunschliste ist oder ob es jetzt auf eure Wunschliste gerutscht ist. Und ich bin mal gespannt, welche Titel ich davon wirklich lese. Die Gedichtbände haben immer ganz gute Chancen. Die sind auch aus dem Frühlingsprogramm. Also ein paar belese ich gerade noch oder zwei so. Aber da, ja,
das geht irgendwie, Lyrik geht dieses Jahr ganz gut bei mir. Und ja, ansonsten wünsche ich euch hoffentlich bessere Lesestunden, erfolgreichere, intensivere Lesestunden, als ich sie gerade habe. Was nicht an den Büchern liegt, Gott bewahre, sondern einfach an mir und meinem Kopf und überhaupt. Und haltet gut durch bei der blöden Sommerwärme. Vielleicht mögt ihr die blöde Sommerwärme auch, dann genießt die blöde Sommerwärme. Ich bin froh, wenn der Sommer dann wieder um ist und wir wieder Herbst haben und der Wind weht und ich wieder das Gefühl habe, atmen zu können. Ja, das klingt jetzt sehr dramatisch, aber ich mag den Sommer wirklich nicht besonders. Wie dem auch sei, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.